Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge bei Kettle am Kopf. Ja, ich mache weiter mit Mais verladen. Mit der Schaufel. Mit 5 geht auch aus, glaube ich. Jupp. Dann werden wir mal hier die. Der Rührer zieht nix. Ja, mit der rechten Maustaste hat gehen, also. Bin ja leicht vergesslich. Ich glaube, das werden wir noch nicht lernen, aber hoffe irgendwann, dass mal die andere Steuerung kommt hier mit Seitenkontrolle, mit Joystick und so, ne? Oder mit den. Das ist aber sehr realistisch nah, muss ich mal so sagen. Das passt. Ne, also, das ist nicht so wie bei LS, sondern hier ist wirklich so, man fährt rein und das finde ich gut, dass sowas geht, ne? So, hier mal wieder hochfahren. Und nicht auskippen, nicht auskippen. Die wollen hoch, ne? Man kann also so auf der gleichen Zeit das ist nicht so einfach. Die wollen auch keinen Schaden verursachen, ne? Das ist eine Heidenarbeit, ich glaub's. Ist. Sehr. Aber gut, das kriegen wir hin. Irgendwie. Hoffe ich jedenfalls. Das kann eine Weile dauern, also. Okay, gedrückt halten geht auch, man muss gar nicht mal verschieben. Das hat er gut mitkriegt, ne? Nach rechts. Gedrückt halten geht alleine in die Richtung. Gott sei Dank. So. Der Mix hinkt mir noch nicht voll. Das dauert ein bisschen. Ich wünsche euch mal allen einen schönen Wochenstart. Einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr habt schon Feierabend gehabt. Oder kann ich haben werden. Ne? Oder so wie ich, wenn man Schicht habe. Aber nächste Woche habe ich Frühschicht. Wo die Folge kommt, also, ne? Also, ich nehme jetzt eine Spätschicht auf. Nachts um 11:30 Uhr. Und die Folgen für Kettle und Kopf, ne? Heute stehen die Folgen an. Und zwar eine Möglichkeit alle Folgen. Also alle 7 für die ganze Woche. Und wenn es mir gelingt, auch noch die Folgen bearbeiten. Hochladen nicht, bearbeiten. Also Renderprinzip.
Da geht das, die andere Richtung. Das aktuell sieht sich gleich ein Treiber automatisch, das ist nicht gut. Aber das geht nicht gut, nicht schief. Das wäre ungefähr in 5 Minuten. Naja, das ist noch nicht fertig, ne? Ja. Das könnte schon vorhin für Probleme gesorgt haben, dass mir die Grafikkarte, die Treiber, plötzlich, nicht weg, aber Neustart, muss ich die Treiber neu installieren, also den neuen. Und dann wollte er nicht so, wie ich wollte, ne? Das macht er automatisch, man muss nur stehen lassen. Ja, nicht schieben und machen. Das hätte ich auch schon gerne gehabt beim Verladen von Neuwahlen. Obwohl die Heuballen das Problem war eher gewesen, dass die Umhänger gerutscht sind. Ne? Das war das eigentliche Problem bei Heu. Beladen hatte ich ja ganz gut. Aber halt nicht so, dass sie runtergerutscht haben, das ist ein Problem gewesen. Knapp 4 drauf, der 5 war auch drauf gewesen, rutschte mir der 4 wieder runter. Also, das war halt ungünstig, ne? Vielleicht gibt es ja mal irgendwann auch Steuerung über Menü. Ja, also im Prinzip mit dem Joystick, also hier mit dem Hebel hier in der Seitenkontrolle. Damit lässt sich besser handeln, ne? Das dürfte gleich voll sein. Das ist voll. Hänge den Maxi King an. Wenn wir mal ranfahren, ne? Der Treiber macht mir so. Hauptsache, das geht nicht schief. Macht er automatisch. Abbrechen ist nicht. Schwierig jedenfalls. Aber falls doch, ich sag schon mal tschüss, ne? Und danke schön fürs Reinfahren. So, schaltet an mit B. Ja, ein bisschen auflockern das Futter, ne? Super Silo 2000. Fahrer zum Stall. Gut. Nehmen wir hier die Lenkrad. Hat ja nun funktioniert, ne? Das ist halt das Gute. Ich habe es ja im Menü eingestellt. Und seitdem. Na. Hast du auch einen Namen? Vogel, also Blatt, ne, das ist ein Vogel. Immer nur dasselbe wie ein Vogel. Na, haben wir nicht hoch genug? Indem wir runterfahren. Und ballert nix. Jo. Fahrer zur ersten Box. Start. Geht schon.
Die ersten drei. Fahre zur nächsten Box. Wie praktisch. Sieben Meter, sechs Meter, fünf. Drei, zwei, eins. Mäuse. Und Start. Ich krieg grad was? Ah ja, okay. Hier, der Char hat sowohl links auch rechts Stelle mit Futtertrögen. Um nicht zweimal durch den Stall fahren zu müssen, heißt, hat der Mexikaner die Möglichkeit, Ablage zu ändern. Ja, wie? Ist ja praktisch, ne? Weiter. Öffne das Radialmenü. Wechsel zum Mexikaner mit E. Achso. Das ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das hinzufinden. Weil dann ist ja da mit Maus. Das hier ist links, da will aber rechts, ne? Rechts. Und links. Schließen. Und Start. Ist praktisch. Ich meine, so ist das Original. Achso, Treiber ist aktualisiert. Fahrer zur nächsten Box. Gut, dass wir genau vorher wussten, wie wir brauchen, ne? So, war das nur faul? Links ist keine drin, rechts soll gemacht werden. Mal gucken, was gemeint ist. Ach so, okay. Na, haben wir bald geschafft. Jo, verlass mal den Stall, ne? Das können wir gleich mit unten wieder schließen. Ne. Das wollte ich wissen. So, haben wir den Stall verlassen. Dann schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Steige aus. Und fertig. Ja. So, geh in den Stall. Genau das machen wir noch fertig. Die machen wir auf. Nee. So. Gehen wir rein. Mit Hilfe des Fensters kannst du sehen, dass deine Tiere einen Stall des Futters gegessen haben. Stelle immer sicher, dass deine Tiere genug zu essen haben und nicht hungern. Du sollst deine Tiere täglich mit Futter versorgen. Also normalerweise haben wir am Tag, früh und abends. So. Mit Alt kann man sehen, ne? Mal gucken. Ah, okay.
So kann man erkennen, aha, sie haben gerade so genug. Und Atal ist 2. 1. Okay. Okay, dann weiter, ne? So, wir sind wieder fertig. Du kannst deine Tiere auch von den Angestellten füttern lassen. Wie das geht, lernst du in der Kategorie Helfer. Im nächsten Teil lernst du, wie du deine gemessene Bullen Tiere verkaufen kannst. Das ist nicht schlecht, da haben wir gerade gemacht. Aber wir schließen ihn mal an. So, der ist ja auch erledigt. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ne, eine Mission ist fertig, neue Mission fertig. Fertig ist fertig. Dann sagt mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kotz und das nächste Tutorial. Ne? Tschüss.